Die Bergpredigt gehört zu den Herzstücken der Verkündigung Jesu. Wir haben sie hier bei den Abendandachten auch verschiedentlich behandelt. In ihr sind so berühmte Stellen wie die sogenannten Seligpreisungen enthalten. Doch auch die Antithesen finden wir in der Bergpredigt. Die Alten haben euch gesagt, ich aber sage euch. Und in dem ein oder anderen Gespräch ist mir noch einmal ganz neu deutlich geworden, wie Jesus die Dinge zugespitzt hat, eben auch mit dem Satz, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Tatsächlich? Ist das nicht kitschige Sozialromantik, die so richtig trieft vor, ich jedenfalls nehme mich nicht so wichtig? Was soll das mit dieser Unterordnung? Selbstbestimmung ist angesagt, oder? Nun ist Selbstbestimmung ein zugegebenermaßen auch nicht mehr so ganz taufrisches Schlagwort. In der Emanzipationsbewegung der 60er und 80er Jahre hat dieser Begriff Karriere gemacht. Damals hätten sie uns was gehustet. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Ist das nicht auch ein Angriff auf moderne Erziehungsideale? Wir erziehen unsere Kinder zur Selbstständigkeit und Mündigkeit. Sie sollen sich nicht reinreden lassen von jedem Hinz und jedem Kunz. Und der ganz große Zusammenhang. Immanuel Kant hat es programmatisch formuliert in seinem Aufsatz »Was ist Aufklärung?« Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also, was heißt da, wer groß ist, soll euer Diener sein? Bei aller Autonomie, bei aller Selbstbestimmung ist an der Einsicht Jesu, die Jesus formuliert hat, nicht doch etwas dran? Denken wir ruhig an ein kirchengeschichtlich weit entferntes Ereignis, ein Ereignis, das uns im Neuen Testament geschildert ist. Denken wir an die Fußwaschung. Denken wir daran, wie Jesus seinen Jüngern die Füße und nicht den Kopf gewaschen hat. Und denken wir ruhig an das, was wir bisher über Demut gehört haben. Denken wir ruhig an das, was uns Gutes geschehen ist und womit wir auf gar keinen Fall gerechnet haben. Größe zeigt sich in der Umkehrung. Größe erweist sich im Dienen. Als ich ein junger Vikar war, ich werde das nie vergessen, fuhr ich mit dem Auto ins Predigerseminar. Dort war ein älterer Herr, der zwei oder drei nach der anderen rauchte, der aber vor allem von allen Neuankömmlingen die Koffer entgegennahm und sie in den zweiten Stock des Predigerseminars trug. Es war der Rektor des Predigerseminars. Denn, wie Christus spricht, der Größte unter euch soll euer Diener sein.